Native Instruments hat einen neuen Bassisten, Prime Bass. Und das Fazit nehme ich gleich vorweg, das Teil ist abartig gut. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Und obwohl wir heute auch wieder in Logic arbeiten, geht es nicht direkt um Apples Musikprogramm, sondern um den neuen Session Bassist von Native Instruments. Und der ist richtig cool. Native Instruments hat in der Session Guitarist Produktlinie bereits einige Bassisten mit dabei. J-Bass, MM-Bass, Pre-Bass, alles großartige Bässe. Aber Prime-Bass ist ein richtiger Session-Bassist und kommt mit ein paar wirklich großartigen Neuerungen. Und die schauen wir uns jetzt an. Um Prime-Bass zu laden, öffnest du einfach den Contact-Player, suchst dir ein Mono-Instrument aus. Und hier siehst du schon die ganzen anderen Bässe und die Gitarristen aus der Session Guitarist Reihe, die ich auch habe, und hier haben wir jetzt Prime Bass. Und das Besondere hier ist, dass ich jetzt hier das auch als Melodieinstrument öffnen kann. Das machen wir jetzt, und Leute, die die Sunburst Electric Deluxe haben, werden dieses Interface schnell erkennen. Es lädt auch super schnell, und hier ist jetzt unser Prime Bass drin. Das ist hier die Benutzeroberfläche und die stelle ich dir kurz vor. Du hast hier zwei Fenster oder zwei Hauptfenster. Einmal kannst du mit dem Bass Melodien spielen. Das kennst du schon, wenn du andere Bässe aus dieser Produktlinie hast, auch. Aber du kannst auch Pattern abspielen und das haben die anderen Bässe jetzt hier noch nicht. Die Bedienung ist wirklich super einfach. Du hast hier unten Funktionstasten. Das sind die gelben, roten und grünen. Und du hast hier blaue Tasten, mit denen du Akkorde greifen kannst. Dazu gleich mehr. Hören wir uns das Instrument erstmal an. Ich spiele jetzt eine Melodie oder möchte das Melodieinstrument. Ich möchte mal hören, wie er klingt. Und du siehst hier die Funktionstasten. Das kannst du hier unten, ich blende es dir mal größer an, mitverfolgen. Die kann ich jetzt hier anklicken. Und dann siehst du schon, was ich mir auswählen kann. Open, Muted, Flageolet oder Slap. Also hören wir mal rein, wie das Ding so klingt. Also ich finde, dieser Bass klingt einfach schon richtig gut. Auch speziell dieser Open Sound hier. Er klingt schön rund, er klingt schön sauber. Du hast ein sattes, rundes Signal. Also wunderbarer Grundklang. Hier oben gibt es noch ein paar kleine Features. Du kannst einmal das Vibrato oder Bend einstellen. Ich kann also Noten benden, wie wenn der Bassist die Saite ein bisschen hoch oder runter zieht. Und wir können Vibrato einstellen. Auch sehr, sehr realistisch. Wie beim Vibrato hörst du tatsächlich, wie der Bassist über das Griffbrett hin und her schaukelt oder hin und her switcht mit seinem Finger. Aber jetzt kommen wir zum interessanten Part. Wir wollen jetzt natürlich ein paar Slap-Sounds noch hören und dazu habe ich ein kleines Beispiel eingespielt. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, nice, ja, sag ich aber nicht. Aber dieser Slap-Bass klingt wirklich richtig cool. Also da bleiben keine Fragen offen. J-Bass hat auch eine Slap-Funktion, aber ich finde die hier fast noch besser. Es klingt wirklich ultra realistisch. Wahnsinn, oder? Schreib mir mal in die Kommentare, was du von diesem Slap-Sound hältst. Also ich finde es echt wirklich gigantisch gut. Kommen wir jetzt mal zur ersten Neuerung und das ist diese Pattern-Seite hier. Das heißt, der Bass kann nicht nur Melodien spielen, sondern er kann dir auch vorgefertigte Pattern spielen. Hier ist jetzt Steady Rock A ausgewählt. Es gibt auch noch andere Songs, die ich dir gleich zeige. Und die wähle ich hier unten über die Funktionstasten an. Das siehst du hier. Das sind die roten. Die gehen hier ab E1 los. Und jetzt siehst du schon, wenn ich diese Tasten hier drücke, dann kannst du die verschiedenen Pattern hier auswählen. Und in dem blauen Bereich hier unten wähle ich dann die Note oder die Akkorde, je nachdem, was ich spielen möchte. Beim Bass werden es eher Noten sein. Probieren wir das mal aus. Ich drücke also E1, Funktionstaste. Das ist mein erster Groove oder erster Rhythmus. Und hier oben einfach einen Ton. Nächste Funktionstaste. Nächste. Das Gute an der Sache ist jetzt, du hast jetzt natürlich nicht nur diese vier Pattern hier, sondern du hast noch viel mehr. Und die schauen wir uns jetzt an im Songbrowser und im Pattern-Browser. Dazu gehst du einfach hier auf dieses Vergrößerungsglas und schon bist du im Pattern-Browser oder im Songbrowser. Jetzt hast du hier schon verschiedene Genres, die du dir angucken kannst. Neo-Funk, Spicy-Funk, Classic-Rocker und so weiter.
Und hier oben hast du so Genre-Buttons, nenne ich mal, oder Genre-Knöpfe. Da kannst du dir schon so ein bisschen raussuchen, in welches Genre will ich. Soll er slappen, soll er mit dem Plektrum oder nur mit dem Finger spielen und so weiter. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Logic's Loops, ja, wo du das auch so auswählen kannst oder auch in anderen Loop-Maschinen. Also ich nehme mal einfach Disco. Ich möchte, dass er slappt, weil mir das richtig gut gefällt. Und nehmen wir mal Slap Octaves. Die hat er mir schon hier reingeladen. Siehst du jetzt hier im Pattern-Browser. Und die kann ich jetzt auch wieder über die Funktionstasten und mit den Tontasten sozusagen hier anspielen im blauen Bereich. Okay, jammen wir mal ein bisschen damit. Aber damit sind deine Möglichkeiten oder deine Pattern-Möglichkeiten noch lange nicht zu Ende. Denn, und das ist wirklich cool, du kannst diese vier Pattern jetzt auch noch individuell verändern. Machen wir es mal so, wir suchen uns nochmal einen anderen Rhythmus raus. Ich bin jetzt hier bei Slap Octaves, ich mache mal wieder alles auf und nehmen wir mal Oldschool Funk. Ja, den habe ich mir jetzt hier reingeladen und der klingt so. Nehmen wir mal an, dir gefällt der Groove jetzt ganz gut und er kommt auch schon relativ nah hin an das, was du möchtest, aber nicht so hundertprozentig und die anderen vier Pattern auch nicht. Dann kannst du jetzt individuell in dieses Pattern eingreifen und das ist wirklich super cool. Das machst du über dieses Werkzeugsymbol hier und jetzt sind wir in diesem Pattern Rhythm drin. Das ist schon mal sehr spannend und wenn ich jetzt nochmal dieses Pattern abspiele, dann kannst du hier verfolgen, wie die einzelnen Noten sind, ob das gemutete Noten sind, ob die auf den Downbeat kommen und so weiter. Verfolg's einfach mal mit. Du siehst also, der gelbe Punkt, der hier durchspringt, der ist aktiv. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Du kannst den Rhythmus oder das Pattern zum Beispiel um auf die Hälfte verkürzen mit diesem Fähnchen hier. Wenn ich das jetzt hier rüberschiebe, dann höre ich nur noch zum Beispiel jetzt die ersten zwei Takte von diesem Rhythmus hier. Kannst du noch weiter nach hinten verschieben. Als wäre es ungerade. Aber was richtig cool ist, ist, du kannst dieses komplette Pattern auch in sich verschieben. Und zwar, wenn du es hier anpackst. Ja? Wir starten jetzt hier auf den Downbeat. Und ich versuche jetzt mal einfach einen anderen Rhythmus zu machen, indem ich hier die Note hier mir schnappe. Und ich verziehe jetzt, siehst du, das komplette Pattern woanders hin. Und jetzt starten wir hier zum Beispiel auf einen Offbeat. Mal sehen, wie es jetzt klingt. Ja, ich kann es nochmal zurückziehen und dann können wir vergleichen, wie das klingt. Und du kannst sehen, wie viele Möglichkeiten du hast, mit diesen Pattern hier individuell zu arbeiten. Also du siehst, du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten, mit den Pattern hier zu arbeiten und kannst dir wirklich individuell raussuchen, was du möchtest. Aber es geht noch weiter und jetzt wird's richtig cool, denn das ist wirklich das größte Novum und das krasseste Novum bei PrimeBass. Du kannst jetzt diese Pattern hier auch als MIDI-Region in deine DAW ziehen. Richtig geil. Wir suchen uns nochmal kurz ein anderes Beispiel raus. Nehmen wir mal Funky Offbeat. Der klingt so. Und so weiter. Ich möchte den jetzt als MIDI-Region haben. Zieh den hier unter meinen Loop. Das machst du hier über diese Pfeilsymbole, diese vier Pfeile. Ich nehme sie also einfach, zack, ziehe sie hier runter und absoluter Wahnsinn. Wir haben jetzt hier, Tempo möchte ich nicht importieren. Wir haben jetzt hier im Piano Roll unser Pattern. Können wir hier direkt abspielen? Und ich kann jetzt natürlich hier einfach die Sache auch transponieren oder andere Töne nehmen und das so verschieben, wie ich möchte. Schauen wir nochmal ein bisschen in die Soundformungstools dieses Instrumentes rein. Wir haben jetzt den Pattern Browser, die Grundtöne haben wir uns angeguckt. Und jetzt kannst du hier natürlich in die Bass Settings reingehen, das ist nicht so wahnsinnig spannend. Das sind jetzt eher Mixing-Angelegenheiten, wie du es auch in deiner DAW abmischen würdest. Du hast hier Amps und FX.
Du kannst ja also Tretminen, verschiedene Effekte reinladen und du hast hier oben auch Sound-Presets, die du antesten kannst. Ich könnte das jetzt einfach auch verändern, zum Beispiel. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Bist du schon scharf auf diesen Bass oder sagst du, ich bin Bassist, niemals werde ich mit so einem Virtual Instrument oder virtuellen Session Bassist arbeiten? Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare. Was hältst du von diesem Instrument? Du hast jetzt gesehen, ich habe hier in Logic gearbeitet. Falls du das auch machst und du möchtest schneller und effizienter in Logic arbeiten, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere wichtige Tipps, wie du deinen Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Ich hoffe, dir hat es hier gefallen. Du wirst ein bisschen rumprobieren mit Primebass. Vielleicht ist es eine Option für dich. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Schicke dir viele Grüße aus dem warmen Alicante. Wir sehen uns und bis bald.